Glaubst du diesen Doppelgänger-Kram? Ich weiß nicht, was John gesehen hat und ich habe auch nicht vor, es herauszufinden. Was war das? War bestimmt gar nichts. Das kauft keiner, kein Wunder. Warum die Schule wohl geschlossen ist? Vergiss das mal. Selbst wenn du es schaffst, ich werde dir nicht folgen. Ich mochte Schule nie. Verschwinden wir. Oh, da geht's offenbar nicht durch. Hab mich wohl falsch entschieden. Kein Stress. Keiner hat uns hierher gescheucht. Wir finden einen Weg. Geht's dir gut? Du solltest da schnell rauskommen. Ist das das Kind, das Angela und Andrew gesehen haben? Ich weiß es nicht. Wow, mach das lieber nicht! Gerade nicht passiert. Steh jetzt. Er soll mich nicht kriegen. Wovon redest du? Geht weg, sonst findet er mich. Komm heraus, Mary. Ich weiß doch, dass du dort bist. Bitte. Nein, lasst mich los. Ich lasse dich los, wenn du versprichst, unser Geheimnis zu bewahren. Deine kindischen Spiele sind lästig. Du wirst mich respektieren und du sagst nichts. Nein! Loslassen, sofort! Welcher Zauber ist es? Ich bin bis ins Mark erfroren. Ich habe nichts getan. Amy ist die Zauberin. Sie ist im Bunde mit dem Teufel. Ich sah sie im Wald mit ihren Teufelsdienern. Ich bin unschuldig. Ich erfahre die Wahrheit so oder so. Du kommst mit mir, Kind. Danke euch vielmals. Sei still, Kind. Weiß jemand, was gerade passiert ist? Es muss eine Verbindung zwischen den Kindern geben. Das kann kein Zufall sein. Ich verstehe es nicht. Wir sollten hier schnell weg.
Gehen wir. Finde ich auch. Schön, dass du da bist. Wir kommen beide hier raus. Wirst sehen. Vielleicht ist da jemand. Vielleicht gibt's Hilfe. Gehen wir hin. Ich helfe dir. Ich glaube nicht, dass wir so aus der Stadt rauskommen. Da ist kein Weg. Muss irgendwo hinführen. Ich weiß nicht, das ist nicht mal ein echter Weg. Das hier war wohl mal ein Laden oder so. Die Demo hat nichts gebracht. Und jetzt? Hilf mir hoch. Ich will auf die Treppe. Echt jetzt? Du willst da rein? Ja, weißt du was Besseres? Ja, geh nicht in das alte, dunkle, gruselige Haus nach dem, was passiert ist. Ich beeil mich auch. Wenn irgendwas passiert, schrei einfach. Dann komm ich. Okay, mach ich. Ich komm gleich. Moment. Brauch dein Handy. Wofür? Licht. Ist dunkel da. Bitte beeil dich. Wirf's her. Bin drin. Alles gut? Glaub schon.
Hallo? Ist da jemand? Jetzt mach schon! Hallo? Wer ist da? Komme nicht durch! Dieses Fenster ist versperrt! Du hast mich erschreckt! Sorry, das war keine Absicht. Wie ist es da drin? Hab Gesellschaft! Von einer Nagetierfamilie! Ruhig! Die sehen satt aus! Geh nach vorn! Wir treffen uns da! Geh klar! Moment! Bin gleich da! Komm schon. Wir brauchen mal Glück. Ganz ruhig. Ich komme ja. Mich holen. Beruhige dich, Weib. Wer kommt dich holen? Es gibt Gerede. Bezichtigungen. Bezichtigungen welcher Art? Es heißt, ich sei mit dem Teufel im Bunde. Ich sei der Hexerei schuldig. Bloß unsinniges Gewäsch. Wer spricht solches? Ich kann es nicht sagen. Bleibt, wo ihr seid. Schön. Aber was ist hier los? Wieso bin ich hier? Und wo zur Hölle ist hier? Schreibt still! Wisst ihr von den Gerüchten über mein Weib, Amy? Gerüchte? Öffnet die Tür, Joseph. Sofort. Genug der Torheiten. Sagt mir alles, was ihr wisst. Ich habe ein kleines Mädchen gesehen. Erzählt von ihr. Bei ihr war ein Pastor. Reverend Carver, der jetzt vor unserer Türe steht? Mary. Ach was, Mary. Mary? Mary sah mich gestern im Walde. Ich ging allein meinem Tagwerk nach. Es ist noch nicht alles. Mein Tadel missfiel ihr. Vielleicht schmähte sie mich. Sie ist böse.
Die Gerüchte sollen Marys Werk sein. Sie ist ein schwieriges Kind, sicher. Aber nicht böse. Joseph, öffnet oder es ergeht euch schlecht. Stellt euch nicht gegen uns. Was können wir tun? Ich kläre das. Du hast mein Wort. Lass sie nicht herein. Reverend Carver? Marshall? Ich habe ein rechtsgültiges Dekret für Amys Verhaftung. Mein Weib tat nichts Falsches. Eine Zeugin hörte sie in Zungen reden. Wer ist diese Zeugin? Mary. Das Wort eines Kindes verdammt mein Weib? Begebt euch in die Hände des Marshalls zu eurem Wohl. Dann gehe ich mit ihr. Ich lasse sie nicht allein. Solches Tun wird eurer Gemahlin nicht helfen. Vertraut dem Recht. Fürchte nichts. Ich werde diese Sache klären. Wo zur Hölle warst du? Siehst ja ganz verstört aus. Du hast noch was gesehen, oder? Das war anders. Sie konnten mich sehen und hören. Glaube ich zumindest. Sie waren total verschreckt. Hast du noch was gesehen? Diese Frau wurde weggebracht. Verhaftet. Angeblich war sie eine Hexe. Die gruselige Kleine hat den Pastor eine Amy genannt. Darum wurde die Frau verhaftet. Diese Amy, die ist ja dann wohl erledigt. Oh, wir haben's verbockt. Anstatt diesen beschissenen Ort zu verlassen, sind wir wieder mitten in der Stadt gelandet. Was meinst du? Sehen wir uns um. Vielleicht finden wir was. Sehr gut. Wir werden bald aus Little Hope raus sein, während die anderen immer noch im Wald herumirren. Was für ein Loch, selbst für diese verdammte Stadt. Was ist? Ja, das Ganze hier kommt mir seltsam vertraut vor. Hast du uns eine kriminelle Vergangenheit vorenthalten? Gehsteig-Bulli? Kleinstadtpolizeigebäude sehen alle gleich aus. Irgendwo muss hier ein Telefon sein. Bild dir nicht ein, dass wir hier etwas finden. Alles tot. Wie überall in Little Hope.
Weitersuchen! Scheiß Ding. Dachte, das könnte uns helfen. Spannend. Etwas muss doch hier sein. Na also, ein Telefon. Vielleicht ist das der Ausweg. Leitung tot. Mist! Wow! Hey! Entspann dich! Könntest du bitte damit aufhören, dich so kindisch zu verhalten? Sieh mal, das Kabel fehlt. Irgendwo hier muss doch ein Kabel sein. Nicht aufgeben. Ich wette, wir finden bald etwas. Was war das? Was machen wir? Rangehen? Ich schaff das. Vorsicht. Ganz ruhig, Professor. Ich sollte heute nicht hier stehen. Was hörst du? Eine Frau. Sie klingt verängstigt. Du musst die Person beruhigen. Von hysterischen Leuten erfährt man nichts. Nicht alle in Little Hope wollen die Wahrheit. Okay. Beruhigen Sie sich. Ich kann Ihnen helfen, aber damit ich das tun kann, muss ich wissen, wo Sie sind. Mach Druck! Finde heraus, was zur Hölle hier los ist! Ich bin duldsam, doch lass mich nicht zum Narren machen. Bleib mal ruhig, ja? Die Frau ist total in Panik. Ich wusste es. Ich hätte selbst rangehen sollen. Kannst du nur einmal aufhören zu maulen? Plötzlich tauchte vor mir ein Mann auf. Mir war Angst und Bange, denn ich hatte ihn nicht kommen hören. Ich hatte ihn zuvor noch nie gesehen sein. Gewandt und die Art, wie er sprach, war mir nicht vertraut.
Er sprach von Dingen, die ich nicht verstand. Ich schwöre, ich weiß nicht, wo er herkam oder was er von mir wollte. Ich verstand gar nicht, was er mir erzählte. Ihr müsst mir glauben, ich bitte euch. Ihr bezichtigt mich Verbrechen. Loslassen! Komm, Mädchen. Auf ein Wort. Sprich nicht über unser Geheimnis. Sonst droht dir ewige Verdammnis. Wir haben eine Abmachung, nicht wahr? Kein böses Wort werde ich sprechen. Sprich nur ein Wort. Nur eine Silbe über das andere. Dann werde ich dich heimsuchen im Dunkel der Nacht. Und meine Abrechnung wird furchtbar sein. Komm, Reverend, beginnen wir. Genug Zeit ist schon vertan. Geh zu den Deinen. Ich ersuche das Gericht und Judge Wyman. Lasst euch von den Bekundungen der Hexe nicht narren. Der Teufel ist Meister der Täuschung. Seine Diener heucheln stets Unschuld. Das ist ihr Geschick. Ich schwöre feierlich vor Gott, dass ich mir nicht zu Schulden habe kommen lassen. Schweigt jetzt, Amy. Was machen wir bloß? Wir müssen ruhig sein und abwarten, was passiert. Bei allem Respekt, Reverend Carver. Ich glaube nicht, dass meine Nachbarn, jene, die mich kennen, gegen mich sprechen. Sie wissen, ich stehe auf Seiten der Gerechten. Ihr fangt mich nicht in eurem Netz aus Lügen. Der Teufel lauert stets, wo man ihn nicht erwartet. Sie ist keine Gespielin des Teufels, Reverend. Das Gericht vergebe mir. Ich stehe zu meinem Wort. Meine Frau ist unschuldig. Ich ersuche das hohe Gericht, diesem Mann keine Beachtung zu schenken. Sein Heim ist längst vom Gestank des Fegefeuers erfüllt. Werter Richter, bringt diesen Prozess unverzüglich zu Ende. Gebt den Mächten der Finsternis keine Gelegenheit, das Gericht ihrem Willen zu beugen. Nein! Mary? Mary, Schwester, was quält dich? Was zum... Halt dich da raus. Was habt ihr ihr angetan? Ihr habt ein unschuldiges Kind dem Teufel in die Hände gespielt. Die Ärmste scheint besessen. Das ist euer Werk. Das ist nicht wahr, Reverend. Weshalb hasst ihr mich so? Ergründen wir die Wahrheit. Amy, legt die Hand auf Mary. Zeigt uns, was geschieht. Wenn ich recht habe, wird eure Hand sie von dem Bösen befreien. Was quält dich? So muss es sein, wenn sie von euch verhext wurde. Lass sie in Ruhe! Wer spricht? Wer ist da? Gott schütze uns. Wir sind hier unter uns. Dein Meister hilft dir nicht mehr. Es ist zu spät. Sie sind hier unter uns. Sie sind hier unter uns. Ist dies nicht Beweis genug dafür, dass der Teufel in Little Hope umgeht? Habt Acht und betet! Der Teufel weilt in dieser Stube. Schützt euch! Ersucht den Herrn! Was zur Hölle war das? War das echt? Sind die Hexenprozesse nicht ewig her? Die meisten über 300 Jahre. Was war das dann gerade? Wie gesagt, ich kann es mir nicht erklären. Ich kann nicht glauben, wie sehr mir diese Frau ähnelte. Wie zur Hölle ist das nur möglich? Als du mir davon erzählt hast, dachte ich, es wäre ein Scherz oder übertrieben.
Aber die Frau selbst zu sehen, war unglaublich seltsam. Was denkst du, war mit ihr los? Ich kenne das Mädchen. Angela und ich haben sie im Wald gesehen. Diese Frau, mein Pendant, was passiert mit ihr, wenn sie verurteilt wird? Die Strafe für Hexen in Little Hope war jedes Mal brutal. Gewaltsamer Tod. Ertrinken, erhängen, verbrennen. Dann hoffen wir, sie ist oder war unschuldig befunden. Es gab oft falsche Anschuldigungen, motiviert von Missgunst. Oder von Geltungssucht, wie bei der Göre. Manchen machte es Spaß, in der Gemeinde Zwietracht zu sehen. Hast recht. Die Kleine wusste genau, dass sie damit Angela 2 in die Scheiße reitet. Diese Frau, mein Pendant, war völlig verstört, fast traumatisiert. Ja, es war schlimm, das zu sehen. Bist du so verstört, weil die Frau genauso aussah wie Angela? Sicher, wenn man jemanden, den man kennt oder zu kennen glaubt, in so einer Situation sieht, nimmt einen das mit. Danke, John, für dein Mitgefühl. Wer ist da? Hey, Professor! Wo bist du? Komm schon, gehen wir. Hey, Taylor! Wir sind hier! Wir kriegen die Tür nicht auf! Wir auch nicht! Ist abgeschlossen! Versuchen wir es mit Gewalt! In 3, 2, 1... Taylor! Hi, Professor. Habt ihr was Hilfreiches gefunden? Nichts, was uns wirklich hilft. Nur das hier. Ist ganz cool. Unglaublich. Diesen Schlüsselanhänger habe ich im Traum gesehen. Ziemlich seltsam. Mehr als seltsam. Es bedeutet was. Ich weiß nur nicht was. Ich hoffe, der Alleingang hat dir gefallen. Ich sag mal, ich ziehe jetzt auch andere Optionen in Betracht. Schön, dass ihr das lustig findet. Ich denke, wir sitzen in der Patsche. Du weißt, dein Pendant wurde der Hexerei beschuldigt. Nicht nur beschuldigt, auch schuldig gesprochen. Und verurteilt. Wir müssen wissen, was der Frau jetzt droht. Was jetzt mit ihr geschieht. Gute Idee. Aber wie können wir das rausfinden? Die Wege kennen wir schon. Vielleicht finden wir Antworten da, wo wir noch nicht waren. Was soll's? Das ist doch wahnsinnig! Wir wissen nicht, wo wir da reingeraten! Diese Nacht ist die Hölle, aber wir kommen hier raus. Dein Streberlook täuscht. In dir steckt ein Krieger. Der Nebel wird schlimmer. Taylor, das musst du sehen. Das ist doch ein Witz.
Was ist das da? Hattest du je Familie hier? In diesem Loch? Niemals. Warum sieht das verdammte Scheißding aus wie ich?